Da sind sie nun wieder, die degenerierten Hinterwäldler, ja, aus dem amerikanischen Hinterland. Und herzlich willkommen zu einer neuen Produktvorstellung. Und heute geht es um einen Film, ja, den man ganz klar dem Subgenre des Backwoods-Slashers zuordnen könnte, der allerdings mit einer ordentlichen Portion Action daherkommt, durch und durch ein B-Movie ist und vor allem in der letzten halben Stunde einen wirklich enormen Trash-Appeal offenbart, den ich mir ja sicherlich nicht so habe kommen sehen oder auch nicht so erwartet habe. In erster Linie habe ich mir The Horde, ja, die Jagd hat begonnen, nicht zu verwechseln mit einem ähnlichen gleichnamigen französischen Film, der allerdings keine degenerierten Hinterwäldler zu bieten hatte, sondern mehr Zombies. Vor allem wegen dem Cast, der sich hier versammelt hat. Und zudem zählt unter anderem Vernon Wells, den man als Gegenspieler von Mad Max aus Mad Max 2 kennt, oder auch als Gegenspieler von Arnie in Phantomkommando am Ende natürlich. Dann der gute Bill Mosley, unser Topshop, und Otis Firefly und der gute Kostas Mandylor, den man sicherlich allen voran als Detective Hoffman aus dem Saw-Franchise kennt oder auch aus der Serie Picket Fences. Hauptdarsteller in diesem Film ist übrigens Paul Logan, den kenne ich am ehesten noch aus dem Film Mega Piranha, ja, wo er gegen Mega Piranhas kämpft, die irgendein Photoshop-Grafiker in den Film eingesetzt hatte. Und ja, dieser Film ist mehr oder weniger durch ihn entstanden, sagen wir es mal so. Er hat scheinbar tonnenweise Horrorfilme gesehen, was er auch im Making-of zugibt, was sich in diesem Set befindet. Und deswegen wollte er auch so eine Art von Film machen. Nur ist das Ganze zum Ende dann doch ein bisschen actionlastiger geworden. Aber der Film macht Spaß, denn es ist durch und durch ein sehr kompetent gemachtes B-Movie, was mit einem sehr geringen Budget daherkommt, was man dem Film in vielen Szenen noch anmerkt, auch was die CGI-Effekte angeht. Und das Ganze merkt man ganz klar, dass da nicht so die Kohle vorhanden war. Und deswegen hat man gedacht, kommt, macht man das mit, ja, dann eher nicht so guten CGI-Effekten, was ich dem Film aber irgendwo verziehen habe. Und der Film offenbart vor allem in der letzten halben Stunde einen ordentlichen Trash-Appeal, den ich so nicht habe kommen sehen. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und der Film macht wirklich Spaß und bietet am Ende einen sehr interessanten Cameo-Auftritt. Auch so mehr für Fans der seligen Videotheken-Klopper, muss ich jetzt mal so sagen. Und ansonsten, Leute, die sich hier was Großartiges drunter vorstellen, im Filmischen gesehen oder so, die sollten einen großen Bogen um diesen Film machen. Denn hier zeigt einmal mehr, wie besonders die Uncut-Reihe von Peru Le Fou ist. Und da kann man nie gefeit vor sein, was sich letztendlich für einen Film drin verbirgt, der an dieser Veröffentlichung, vor allem von der Qualität her. Und es ist ganz klar ein B-Movie. Auf sowas muss man durch und durch stehen. Dieser Film ist randvoll mit Klischees. Er hat den einen oder anderen lässigen Spruch zu bieten. Die Bösen sind hier die Bösen. Und der vermeintliche Held, ja, metzelt sich ohne Probleme durch die Handlung des Films, die eigentlich so simpel gestrickt ist, sagen wir es einfach mal so. Es geht hier um John Crenshaw, der ein ehemaliger Navy SEAL ist und der eigentlich seiner Freundin einen Heiratsantrag machen möchte. Und sie machen einen Ausflug, allerdings nimmt sie halt 5 von ihren Studenten mit, die in ihrem Fotografiekurs sind. Und ja, eigentlich wollen sie nur ein bisschen eine Runde fotografieren. Na gut, einer, der nimmt es wirklich ernst mit dem Fotografieren, der andere ist die ganze Zeit eigentlich nur am Meckern, weil er sich für was Besseres hält. Und ja, die anderen, die denken eigentlich nur an Knicki-Knacki im Wald, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und daraus besteht halt der Film und dann taucht halt die titelgebende Horde auf und mehr auch nicht. Ich muss aber sagen, ich habe mit dem Film wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich muss auch sagen, dass die Veröffentlichung hier von Peru Le Fou aus ihrer Uncut-Reihe natürlich auch wieder einiges hermacht. Das ist die Nummer 8. Die Reihe allerdings habe ich bis jetzt noch nicht vollständig, weil weder Race noch Even Lambs Has Teeth waren Filme, wo ich wirklich sagen muss, dass ich die in der Sammlung haben muss. Also deswegen wird diese Reihe auch unvollständig bleiben. Aber ich muss sagen, bei diesem Film konnte ich definitiv nicht Nein sagen. Für Freunde, die natürlich auch gerne Wrong Turn schauen oder sowas, da ist das definitiv genau die richtige Wahl. Allerdings muss man darauf klarkommen, dass dieser Film ein bisschen trashigeren Weg geht, aber was ich jetzt auch nicht so schlimm fand, definitiv nicht. Ja, werfen wir jetzt auf jeden Fall noch einen Blick auf das, muss ich sagen, sehr schöne Mediabook, was hier in Hochglanzoptik daherkommt, mit einem wirklich schönen Cover-Artwork, was auf jeden Fall stellvertretend für diesen Film ist. Schön reißerig, der herkommt mit diesem Typen, der da hinten in den Bäumen hängt, sich in der Falle verfangen hat und dann diese Axt hier diesen Baumstumpf steckt und diese mehr oder weniger deformierte Hand, das muss ich sagen, das kommt doch irgendwo in dem Film vor. Und hier oben natürlich der Hinweis, Peru Le Fou, Uncut Number 8. Ja, dann haben wir natürlich den Spine, der relativ zweckdienlich ausgefallen ist, aber ich muss sagen, auch von der Gestaltung gut ist. Deswegen passen diese Veröffentlichungen, wenn man sie natürlich im Regal stehen hat, auch wirklich sehr gut zueinander. Und auf der Rückseite haben wir natürlich die Zusammenfassung
der Handlung an sich, die hier relativ kurz und knackig zusammengefasst worden ist, dann auf jeden Fall noch mit zwei Zitaten von den Filmseiten Filmchecker und Horror Fuel. Ja, gelungene Mischung aus Seth Eis und Rambo Horror gepaart mit heftiger Action. Auf jeden Fall nimmt dieser Film keine Gefangenen. Es ist wirklich herrlich rabiat, wie aus seligen alten Zeiten, so in den 80ern, 90ern, sowas habe ich definitiv seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Natürlich haben wir noch ein paar Filmbilder, die ganz klar beschreiben, worum es in dem Film geht. Und hier unten haben wir natürlich das Wichtigste, da sind noch die Zusammenfassung der technischen Daten und auch eine Zusammenfassung der Extras. Ja, Extras gibt es hier auch ein paar da drauf, die auf jeden Fall wirklich sehenswert sind. Vor allem das Behind-the-Scenes-Special ist wirklich sehr kurzweilig, sehr informativ ausgefallen. Dann gibt es noch ein Video zur Kameraarbeit, dann gibt es noch einen Trailer oder auch noch ein paar andere Trailer zu anderen Veröffentlichungen aus der Uncut-Reihe und natürlich noch ein Poster, wie man es natürlich von dieser Reihe an sich gewohnt ist, was auch eine schöne Dreingabe ist. Allerdings sollte man sich nicht wundern, wenn man die Blu-ray oder die DVD einlegt und anstatt Behind-the-Scenes Deleted Scenes im, in der Bonussektion steht. Ich weiß nicht, da ist irgendwie ein kleiner Fehler unterlaufen. Auf jeden Fall war ich da ein bisschen perplex und habe draufgeklickt, weil ich dachte, hier kommt doch Behind-the-Scenes und nicht Deleted Scenes und da ist irgendwie ein kleiner Fehler unterlaufen. Da hat man anstatt dem richtigen Titel Deleted Scenes hingeschrieben. Vielleicht gab es ja entfernte Szenen, aber die hat man dann, weiß ich nicht, die haben es dann nicht auf die Disc drauf geschafft. Keine Ahnung. Und dann haben wir natürlich hier auch noch die individuelle Limitierungsnummer. Das Ganze ist diesmal nur auf 3666 Stück limitiert. Ja, werfen wir natürlich noch einen Blick in die Innereien dieses Mediabooks und auf jeden Fall haben wir hier das Pösterchen und wie man ganz klar sieht, auf der linken Seite haben wir die Blu-ray-Disc, die wirklich sehr ansprechend gestaltet worden ist und wirklich nicht mit allzu vielen Hinweisen und Logos vollgeklatscht worden ist, was mir wirklich sehr gut gefällt. Dann haben wir natürlich da hinten quasi nochmal das gleiche Motiv von der Disc, unseren guten John Crenshaw, so schön in Rot gehalten, sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und dann haben wir auf der rechten Seite noch die DVD, die mit einem anderen Motiv daherkommt, was ich auch sehen lassen kann. Muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Und natürlich dann mehr oder weniger einer von diesen degenerierten Hinterwäldlern. Macht auf jeden Fall was her. Und in der Mitte befindet sich natürlich noch ein 24-seitiges Booklet. Das Ganze ist wieder in Kooperation mit dem Deadline-Magazin entstanden. Hier haben wir natürlich den guten Kostas Manilow. Die Qualität teilweise der Screenshots, naja, ist jetzt nicht so berauschend, muss ich sagen. Manchmal relativ unscharf, aber ich muss sagen, hier gibt es natürlich wieder einiges zu lesen, im Allgemeinen auch über das Subgenre des Backwood-Slasher, was auf jeden Fall sehr lesenswert ist. Insgesamt wird hier natürlich auch ein bisschen auf die ganzen bekannten Darsteller eingegangen. Der Textteil selber stammt von Nando Rona und dann gibt es noch nebenbei ein wirklich sehr lesenswertes Interview mit dem Regisseur Jared Cohn, was auch mit einigen Informationen daherkommt, auch zu einem besagten Cameo, der mich sehr überrascht hatte, und ein Interview natürlich mit dem Hauptdarsteller, Autor und Mitproduzenten Paul Logan. Und ja, anders wie bei anderen Veröffentlichungen, wo natürlich Deadline-Material mit reingeflossen ist, gibt es diese beiden Interviews bzw. diesen Text zuvor auch nicht in der Deadline zu lesen. Da hat man sich sicherlich vielleicht die eine oder andere Kritik etwas zu Herzen genommen und wirklich nicht nochmal hier irgendwelches Material, was man irgendwie schon kennt aus der Zeitung, recycelt, sondern wirklich die Sachen gemacht, aber sich einfach zurückgehalten für den Release an sich, und die beiden Interviews selber hat Leonard Elias Lemke geführt. Also, insgesamt muss ich sagen, ist es eine wirklich schöne Veröffentlichung, da kann man definitiv nichts gegen sagen. Preislich gesehen liegt das Teil bei knapp 20 Euro, was ich sagen muss, eigentlich ein ganz, ganz guter Preis ist. Dann haben wir natürlich hier noch das Poster, was ich mal wieder nicht ganz auf die Kamera kriegen werde, was mehr oder weniger so, was so an sich so mit dem Motiv der DVD und Blu-ray Emulator herkommt, was aber auch ein sehr cooles Motiv ist. Ja, und insgesamt muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden dabei. Natürlich, Bonusmaterial hätte mehr sein können, aber das, was hier mit drauf ist, vor allem das Behind the Scenes, ist wirklich sehr unterhaltsam, sehr informativ ausgefallen, natürlich mit der ein oder anderen Loop-Pudelei auch, aber man bekommt eigentlich einen schönen Blick hinter die Kulissen und allgemein, was auch den Hauptdarsteller Paul Logan halt dazu gebracht hat, mehr oder weniger diesen Film machen zu wollen und auch das Drehbuch dazu zu schreiben.
Und deswegen muss ich sagen, es ist auf jeden Fall ein sehr guter Release. Sicherlich kein Top-Release. Man muss auch ein paar Abstriche, ganz klar, auch bei der Blu-ray-Qualität selber machen mit dem Material, weil es halt wirklich, es ist ein Low-Budget-Film. Da man darf hier echt keine Qualität eines AAA-Blockbusters erwarten, sondern mehr ganz klar was anderes. Es ist ein ordentlich produziertes B-Movie mit einem schönen, trashigen Charme. Das kann man dem Film definitiv nicht absprechen. Und ja, mehr möchte der Film eigentlich auch nicht sein. Gut, ihr könnt natürlich in die Kommentare reinschreiben, ob ihr den Film schon gesehen habt, ob ihr ihn jetzt noch sehen wollt, was ihr natürlich von dieser Uncut-Reihe von Peru Le Fou haltet. Natürlich weiß ich von einigen, dass die Meinung dann so mehr so ins Negative geht, dass von Anfang an sich nichts mit dieser Mediabook for Ö oder allgemein mit den Filmen, die in dieser Reihe rauskommen sind, nichts anfangen konnten. Könnt ihr mal alles reinposten, würde mich natürlich freuen. Und das war es jetzt mit dieser Produktvorstellung zu The Horde. Die Jagd hat begonnen aus der Peru Le Fou Uncut-Reihe Nummer 8. Also, bis zum nächsten Mal. Du neuen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.